als würde das ganz viel Bürokratie erfordern. Ich habe jetzt heute noch vier weitere Folien rausgezogen, von Ihnen da zeigen, Vakanzanalyse haben wir längst. Das müssen wir nichts machen. Da brauchen wir keinen neuen riesigen bürokratischen Aufwand. Die Bundesagentur macht absolute Vakanzanalyse, hier zum Beispiel nach Berufssegmenten, und kann das genau, hat sie für jedes einzelne Segment, ob sie wertungstechnische Mediziner, IT-Leute und ähnliches haben, in Veränderung zum Vorjahr. Das haben wir auch altersspezifisch, das haben wir regionalspezifisch. Ich werde nicht mit allen behelligen. Wir brauchen also nicht irgendwie, um dieses Modell umzusetzen, brauchen wir hier nicht irgendwie neuen bürokratischen Aufwand. Wir haben das längst vorliegen. Wir können also direkt das sozusagen mit einbauen zu einem so ungefähr gearteten Zuwanderungsmodell für Deutschland, das folgendermaßen funktioniert, durch politischen Beschluss Gesetzeskraft erlangt. Die Zuwanderung wird nach einem Punktsystem berechnet. Als Kriterien werden festgelegt: zentrale Bedarf nach Berechnung der Vakanzzahl, dann weitere Kriterien wie Sprachkenntnisse, wobei Sprachkenntnisse kann man alles auch gewichten, ne, je nach dem Bedarf. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn jemand Deutsch kann, aber da muss man trotzdem noch differenzieren, wenn jemand aus Südafrika kommt und der spricht Englisch und Afrikaans. Afrikaans ist so eine Mischung zwischen Niederländisch und Plattdeutsch. Ich bin Plattdeutsch groß geworden. Hochdeutsch war meine erste Fremdsprache. Von daher war ich völlig verwirrt, dass ich Afrikaans verstehe. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn jemand nur Kiswahili spricht. Also da kann man also auch das Alter, da kann man auch nach dem Familienstand gucken. Man kann es ja dann auch ein bisschen mit ausnutzen, dass man sagt, dann nehmen wir lieber Familien mit Kindern, um auf die Art und Weise auch für die anderen demografischen Entwicklungen ein bisschen was zu tun. Dann ist die Frage nach der Integrationsfähigkeit, das wird eine schwierige Sache mit der Integrationsfähigkeit, weil wir unterliegen auch verschiedenen gesetzlichen Schranken, vor allen Dingen des Diskriminierungsverbotes. Also einfach wie Gauland das so sagt, keine Leute aus dem Nahen Osten nehmen, so geht es nicht. Wir können nicht einmal sagen, keine Muslime nehmen. Aber man kann Sekundärkriterien anwenden. Man kann, dafür stellt die Soziologie gerne das Handwerkszeug bereit. Da eindeutige Kriterien. Man kann sagen, sie müssen unserem Familienmodell völlig entsprechen. Dann fallen schon mal alle weg, die mehrere Frauen haben. Und so kann man, deshalb hat man ja nur eine bestimmte Religion. Man darf nicht sagen, Muslime. Man kann das über solche Sekundärkriterien eben. Und ich meine, welche Kriterien man genau anwendet, muss man dann im genauen Gesetzgebungsprozess sehen. Das ist aber weit von entfernt. Ich meine übrigens auch, dass man durchaus auch negative Punkte vergeben kann. Dass es also auch einen Punkt Abzug geben sollte, zum Beispiel bei schwerer Straffälligkeit. Also Leute, die also nun mehrfach wirklich übelste Straftaten vergangen haben, da können wir nicht, die also vielleicht eine Qualifizierung haben, die wir gut gebrauchen können, aber in ihrem Land schon übelst im Bau gesessen haben als Wiederholungstäter. So ganz groß ist der Sinn nicht danach. Deshalb denke ich, da könnte man also auch durchaus Abzüge erteilen in solchen Fällen. Die Bundesagentur für Arbeit kann dann einfach den Bedarf bestimmen, anhand der Fernzeit und die Punktzahl berechnen. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge berechnet die Gesamtpunktzahl und entscheidet, ob Bewerber dem Programm gerecht werden. Danach erteilt es Einreise, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Nur wenn es ganz kurz geht? Nur wenn es ganz kurz geht. Eine Anmerkung zu dem kanadischen Modell. Das ist wohl erforscht worden, weil in den Sommermonaten ging eine Studie von amerikanischen Universitäten durch die französischsprachigen Sender jedenfalls, dass die Integration von Zuwanderern in Kanada doch nicht so funktioniert, selbst noch ein gutes Modell, weil die den Stallgeruch nicht annehmen. Ja, sozusagen. Okay. Ja, also da geht es darum, dass das ist völlig richtig, dass sie nicht hochkommen. Ja, also das sind genau die Sachen, die ich nicht mehr habe. Okay. Weil ich habe schon, was ich Ihnen hier zeige, ist schon quasi ein deutsches Modell sozusagen, nur nach der kanadischen Idee mit der Vakanzzeit. Sie haben völlig recht.
Den Kanadiern ist das auch noch nicht so ganz gut gekommen. Die Kanadier haben das umgebaut und haben in der Umbauphase sogar ein Express Entry gemacht, damit man also trotzdem noch Zustrom hat. Die Kanadier haben gemerkt, dass ihnen viel zu viele Muslime reingekommen sind, als sie das haben wollen. Aber es heißt ja auch nicht, eins zu eins Kanada da kopieren, sondern ein solches Modell auf dieser Basis des Kanadischen. Und wir können nicht Kanada kopieren, wir haben Probleme gesagt. Die Basis muss sein, wir bestimmen den Bedarf nach der Vakanzzeit, geben weitere Punkte dazu. Vielmehr ist es eigentlich nicht, so funktioniert es. Okay, das ist mir, warum ich immer wieder damit anfange. Und ich war ja nun schon in vielen Städten und da ist die Stimmung teilweise auch aufgeheizt. Jetzt sind etwa 50 Leute von der AfD da und 30 von der Jugendorganisation der Antifa. Da ist teilweise auch eine andere Stimmung vorhanden. Mir ist es wichtig, mit diesen Fakten zunächst anzufangen. Es ist ganz wichtig mit dem Zuwanderungsbedarf. Denn wir erleben es überall und immer wieder, dass Leute ankommen und sagen, na wunderbar, dass die Flüchtlinge da sind, wir könnten sie ja doch so gut gebrauchen. Nee, da bin ich ganz klar dagegen. Also nicht das Asylrecht zum Einwanderungsrecht missbrauchen. Das ist eine der schlimmsten Sachen. Wir brauchen ein ganz klare Regeln, dass wir die Kontrolle behalten, wen wir als Zuwanderung haben wollen. Darf ich das nächste bitte? Ja, das werde ich jetzt relativ kurz halten, was wir dann mit denen machen. Nun, wir wollen natürlich, dass wir sie eingliedern. Ich habe am liebsten das Wort Eingliederung. Ich mag Integration nicht so gern, aber vielleicht muss ich mich auch umstellen. Ich denke immer an eine Kette, eine richtige Kette, die stark ist, aber ein Stück zu kurz, wo man auch so ein oder andere Glied mit einbauen macht. Da müssen wir natürlich vorweg ganz klipp und klar sagen, das Ganze, dass das klar gemacht wird, dass hier eine Kultur existiert, die auf einer festen Wertebasis, auf einem festen Wertekanon ist. Und das hat eben seine Fundamentierung, wie ich es gerne sage, mit diesem Führerschaft von Judentum, Christentum, Humanismus und Aufklärung. Darauf beruht unsere Kultur, auf diesem Wertekanon. Dazu gehören Sachen wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Kleidung, Essen, Feste, sexuelle Orientierung auch. Das kann nicht angehen, was wir hier zum Teil erleben, dass in einem Flüchtlingslager wirklich Schilder angebracht worden sind, auf denen extra draufsteht, Achtung, es ist in Deutschland verboten, Frauen zu schlagen oder zu treten. Entschuldigung, wo sind wir jetzt angekommen? Solche Schilder brauchen wir in unserem Land. Und es gibt auch... das ist erlaubt. Ich suche seit Jahr und Tag die sogenannte Flüchtlingsstudie, aber das ist schnell genug rausgenommen worden aus dem Netz. Die kann mir auch keiner besorgen. Man hat mal eine Studie gemacht zu den Untersuchungen und welche, das heißt genauer, politische Meinungen und Einstellungen von Flüchtlingen gemessen an den und den in einem Flüchtlingsheim von München. Das waren damals vor allem Leute, die über Lampedusa gekommen waren. Und hat dort so Fragen gestellt, 80% waren der Meinung, dass es das selbstverständliche Recht des Mannes ist, seine Frau zu prügeln. Das ist klar. Und das Schlimmste muss ich schon sagen, also ich darf das mal sagen, ich bin bekennender und aktiv praktizierender Heterosexueller. Aber das fand ich dann nun doch etwas sehr beeindruckend, wie sie die Fragen gestellt haben zur Homosexualität. Bei dem Ergebnis kam raus, ein Drittel ist der Meinung, dass es so in Ordnung sei, dass sie das nicht interessiert mit Homosexualität und dass sie die Gesetze hier egal ist. Ein Drittel war der festen Überzeugung, dass das zu langjährigen Haftstrafen führen muss, Homosexualität. Und ein Drittel war eindeutig dafür, dass die Todesstrafe erhalten muss. Ja. Also da wird mir, wie gesagt, da wird mir wirklich mulmig dabei. Ich habe das im Bundestagsausschuss, wo ich ja auch mehrfach gesagt habe, der Mann gesagt hat, der ich ja gekommen habe, ich habe da für dich lange gesucht, habe da ein halber Ausländer, finden das auch so nicht mehr weiter, aber wundere dich doch nicht. Das ist doch keine Besonderheit. So sind nun mal die Meinungen auch auf dem afrikanischen
Kontinent. Da gibt es Länder massenweise, auf denen die Todesstrafe darauf steht. Also das ist wirklich ein Rückschritt, wirklich unfassbarer Art. Wenn man halt überall sagt, Zuwanderung kann ein Gewinn sein, dann kann ich sagen, das kann auch ein massiver Verlust sein. Verlust unserer Entwicklungskultur, die wir haben. Wenn Sie mich fragen, wie ich mir Integration eigentlich vorstelle, dann ist mein Modell 100 Jahre alt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat Deutschland ja sehr viele Gebiete, vor allem im Osten, abgeben müssen an Polen. Und es kamen aus polnischen Gebieten sehr viele Menschen hierher, insbesondere aus den ostoberschlesischen Kohlegebieten, also Hindenburg, Katowice oder wenn Sie mögen, Sapsche, Katowice, kamen sie hier und gerade auch zum Beispiel hier hin. Na, kam also meistens ja hier, darf man auch immer sagen, muss ich mal bei Ihnen nachfragen, heißt das noch Kohlenpott? Kohle ist weg, ne? Es war auffällig, dass die Polen, die polnischen Frauen, offenbar ein anderes Farbempfinden hatten als die Deutschen. Die fanden, Sie wissen, was kommt? Ja, grün und blau treibt Frauen. Ja, ja. Also die fanden grün und blau, passt gut zusammen, Deutsche fanden das unmöglich. Und es gab dann überall diesen Spruch, grün und blau, Polenfrau. Ne? Eine weitere Geschichte, die sie mitgebracht haben, waren ihre kleinen Kneipenkulturen, diese kleine Eckkneipe. Die waren so nicht gebräuchlich. Die Deutschen hatten ihr Gasthaus. Da hatten sie ihren Stammtisch auch. Ne? Diese kleinen Eckkneipen, wo man so hingeht und ein Bier trinken kann, eine Zigarette rauchen kann, das haben eigentlich die Polen mitgebracht. Und die Polen haben noch etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es heute noch gibt. Die Brieftaubenzucht. Die haben überall die Dachböden sozusagen in Beschlag genommen und haben dort ihre Brieftauben gehabt. Mit dem Ergebnis, dass die Dachgiebel ganz schön verschissen hat. Das gab also auch ein gewisses Maß an Ärger bei der im Anfang, wenn Fremde mit fremden Kulturen da ankommen. Aber 50 Jahre später konnte man durch die Straßen überall im damals Kohlenpott, Buster, damals Kohlenpott. Ich selber, mein Onkel war hier. Gelsenkirchen, Bismarckstraße 92, Schnellreinigung Avanti. Wir haben die mal besucht, man konnte da durchgehen und man konnte sich die Klebeknöpfe angucken. Gucken Sie mal, was auf den Klebeknöpfen für Namen stand. Da stand da der Czepan, Kuzowa, Schimanski, Matula, Buda, Tilkowski. Am besten mal mit Y am Ende. Das ist völlig klar. Probleme gab es schon damals keine mehr. Und heute? Was ist denn heute? Kann man sagen, diese Menschen seien voll integriert? Ja. Nein! Ich finde, das ist eine Beleidigung zu sagen, die seien integriert. Das sind selbstverständlich Deutsche. Das sind ganz, wenn es auch mit Y am Ende ist. Also das ist ja fast eine Beleidigung. Also, das ist selbstverständlich, hat das hingehauen, weil es kulturell passt. Es war trotz dieser kleinen Unterschiede, die sie da hatten mit ihrem Farbempfinden und mit ihrem Brieftau, das kann man eventuell auch als Bereicherung ansehen. Es passt im Kulturell, es waren ja in der Regel auch katholisch, die Polen, ich sage nicht, dort Polen oder Brasilien streiten sich mal darum, wer das katholische Land der Welt ist. Die passten zu uns, da hatten wir überhaupt niemals das Problem, was wir heute haben, mit den sogenannten Parallelgesellschaften. Ne, was hier jetzt auftritt an Zuzug, wird hier überall mit Parallelgesellschaften bezeichnet. Ich bin da als Soziologe ein bisschen skeptisch, finde, das ist beschönigend.